Ah, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Gleich fängt der Carny Money C-Day an. Ich hoffe, ihr hattet viel Erfolg, weil das Video seht ihr erst danach offensichtlich. Eier sind bereit. Ich warte darauf, dass das Event anfängt und dann geht's rein. Rein damit. Ein Viertelkilometer nur. Puh. Ich habe bereits einen. Der muss noch gemaxt werden. Dann können wir auch den Staub sehen. Ich fange schon mal an. Natürlich dadurch nicht die neue Attacke, aber es hat die Aqua-Knarre-Attacke. Ich habe noch einen über, einen 100er. Den kann ich entwickeln. Dann kriegt er die Attacke. Werde den wahrscheinlich irgendwie für PvP oder so verwenden. Aber maxen tue ich halt den höchsten. So, gleich haben wir's. Oh, neue Attacke. Nein. Gemaxt. So, Impagato 2857. Leider nicht so stark, mein Freund. Aber ihr wisst, mit der neuen Attacke ist er gar nicht so schlecht. Aber jetzt auf zum C-Day. Brüten, brüten, brüten. Es ist 2 vor 11. Gleich geht's los. Ich zünd schon mal ein Glücksei, weil natürlich wie bei jedem C-Day ein paar Freundschaften werden abgeschlossen. Jetzt warten wir nur noch, bam, bis diese Eier hier bereit sind. Wenn der Bonus aktiv ist, dann geht's sofort los. Es ist 11 Uhr, direkt erster Check, nicht shiny. Ich mache hier einen ganz kleinen Stopp, weil ich noch die Geschenke öffnen muss vom Kleinen. Das sind echt eine Menge am Start. Der wird jetzt eine Menge EP bekommen. So. Schaut euch das an. Komm, lade. 200.000. 200.000. 200.000. 800.000 sind wir jetzt, glaube ich, gesamt. 1 Million. 1 Million 2. 1,4. 1,6. 1,7. 1,8. Levelaufstieg. 1,9. 2 Millionen EP. 2,1. 2,2. 2,3. 2,4. Oh mein Gott. War's das? Das war's, glaube ich. 2,4 Millionen EP für den Kleinen. Level 38. So, da habe ich auch schon meinen ersten Shiny. Relativ früh. So. Bin gespannt auf die IV. Aber wir müssen eigentlich in Bewegung bleiben. Ich hätte eigentlich hier nicht abbiegen sollen. Und natürlich die schlechteste Bewertung. Was auch sonst. Es geht direkt weiter mit den Fünfern. Zwei Fünfer müssen es sein. Weil der 1,5er war im normalen Inkubator, im unendlichen. Skorgler, könnte ich noch Lucky gebrauchen, aber so nicht. Genau. Ja, und die anderen, das waren 7er, die kommen auch gleich noch. Nasknet. Habe ich zum Glück schon Lucky bekommen. So, die 7er sind bereit. Ich hatte ja in letzter Zeit eine Menge Glück. Sandan habe ich schon 100. Den brauche ich nicht. Nächste. Riolo. Doppelbombung auch noch. 21, well, voll wenig. Wobei das ist doch ein 7er und kein 10er. Vielleicht ist das schon okay für 7er. So schnell über die Straße. Ich habe nicht geschaut, aber es grünt. Pichu. Leider irrelevant. Und nächste. Togepi, leider auch irrelevant. Shiny habe ich, 100 habe ich, Lucky habe ich. So, ich glaube der letzte. Danach muss ich wieder die Eier füllen und dann geht es einfach weiter. Viel zu viel Pichu, Alter. Bisschen zu viel Pichu. Ja, oh, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Überraschung. Knospi. Ah, leider nein. Boah, ich auch nicht. Den 5er haben wir auch noch. Der kam wohl auch noch mit rein. Mediti. Naja. Medital ist aber übrigens sehr gut für das Rock Boulder Cup Turnier von The Surf Road. Noch mehr Eier. Das sind die 5er, die ausbrüten. Klubenwander. Bin ich nicht begeistert von. Von 2500 Staub bin ich begeistert. So. Müssen einmal leider über die Straße. Okay. Hunduster. Bin ich aber auch nicht begeistert. 4800 Staub, davon aber schon. Puh, ich bin irgendwie wieder hier gelandet. Angeblich ist, also es wurde gemunkelt, dass hier eigentlich gesperrt ist, aber ja, anscheinend doch nicht. Habe ich aber auch so gehört von einer Freundin gestern. Die hat das nochmal abgecheckt und da war nichts gesperrt, auf jeden Fall. Die kommen jetzt alle unregelmäßig, weil ich habe die alle
in unterschiedlichen Zeiten reingeschmissen. Hot Rod. Okay. Ich habe auch eine Menge Zehner jetzt bekommen. Schauen wir mal, was daraus kommt. Oh, okay. Und Funpi. Okay. Ist solide. Auf jeden Fall solide. Weiter geht's. Nächstes Ei. Ich glaube, das ist nur eins. Was kann aus den Fünfern kommen, das mich interessiert? Wahrscheinlich irgendwas shiny. Aber Sepp auf jeden Fall nicht. Mit den Shinies sieht's mau aus. Ich habe nur den ersten von ganz am Anfang bekommen. Seitdem keinen mehr. So. Zehner. Bin gespannt. Bin gespannt. Oh. Ich glaube, das ist so der schlechteste, der kommen kann. Mein Gott. Vor allem nächste Woche Barshua Crest Day. Weiter geht's. Ich habe meine Route wieder geändert. Ich gehe mal hier entlang. Auch viele Module an und ich will einfach eine gerade Strecke gehen. So. Wieder ein 10 am Start. Okay, hierfür bleibe ich doch mal kurz stehen. Es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Ich habe gerade gesagt, es geht schlimmer. Es ist schlimmer. Das ist so das Schlechteste, was kommen kann. Fünfer, wie gesagt. Lampi. Noch ein Fünfer. Schauen wir mal. Pinsir. Leider nicht, mein Freund. Ich brauche dich leider nicht. Und noch ein Zehner. Also an sich einfach alle Eier, die ich hatte. Zumindest fast alle. Pogigon. Ich glaube, jetzt kommt das letzte Ei drin. Zum Abschluss haben wir ein Stinktier. Okay. 2400 Staub. Oh. Noch eins. Alter, ich habe echt gar keinen Überblick. Und noch ein Lampi. 3400. Was? Okay, noch ein Zehner. Alter, wie viele Eier habe ich, Mann? Wie viele Eier habe ich? Bummels. Auch eher schlecht. So, Leute. Ich gehe Richtung Innenstadt, weil da brennt irgendwie alles. Viele Stops nebeneinander. Und ich habe 2 Shiny Kalimani geklickert. IV-Check. Leider nichts Gutes. Aber die IV-WP ist eh nicht so hoch. Und auch ein schlechtes Ersatz. Oh mein Gott. Eier. Naja, dauert noch bis zur nächsten Runde. Sepa. Lilie. Ist okay. Und Skorgler. Eine Menge Skorgler wieder in letzter Zeit. Ich habe gerade einen Knackhirn verpasst, da bin ich leider drauf gekommen. Aber wir haben noch ein paar Eier. Der hat über 8000 Staub gebracht. Wir sind in der Münchner Innenstadt angelangt. Ah, Pokégon. 8700. Puh. Mein Gott, da war Philipp. Jo, Grüße gehen raus an Philipp. Eine Menge Leute hier am Start. Sagt jeder, den ich sehe, der zockt auf jeden Fall. Hier haben wir einen 10er. Schauen wir mal. Tiger. Nein, Tiger, was macht ihr mit mir? Und nur 7000. Oh, immer ein 5er jetzt. Komm, check mir mal. 14 Blitz, alles klar. Seht ihr, die zocken auch, also jeder zockt hier eigentlich, Mann. Und haben wir wieder einfach alle auf Start. Das ist der Mutze. Ist mal was Neues, brauche ich nicht, aber ist mal was Neues. Puh, was geht hier ab mit den Kanimani, Mann? Leider nicht shiny, aber ich habe vorhin noch einen geklickert. Ich glaube, ich zeige euch einfach am Ende alle shiny. Alter, wir haben noch eine gute Stunde. Wir haben ein bisschen weniger gebrütet als erwartet, aber trotzdem ganz gut. Oh. Okay, Gen 4 Starter. Und Kürzelblitz schon wieder. Ein Zweier. Ich habe überraschenderweise wenig Zweier bekommen. Das ist, glaube ich, nur mein zweites. Das erste habt ihr nicht gesehen. Ah, schade, der hätte shiny sein können. So. Haben wir noch was anderes am Start? Ja, Hammer. Haben wir. Shoutout geht raus an Julian. Ihr fragt, ob er noch spielt. Er hat gerade mein Geschenk angenommen.
Und das ist ein gutes 5er. Bitte mehr davon. Ein, zwei Eier habt ihr verpasst. Aber das war's maximal. Mehr nicht. 10er. Die sind spannend. Aber Voltidam ist nicht spannend. Noch ein 5er? Tangela. Gib mir ein 100er Tangela. Komm. Ich kann langsam nicht mehr. Aber wir sind zurück mit ein paar Eiern. Nur noch 45 Minuten. Magnetino. Leider nicht shiny. Undoster. Gibt es den shiny? Ich glaube, den gibt es auch shiny. Leider nicht shiny. 10er Ei. Okay, dafür können wir uns kurz hier zur Seite stellen. Tarnung. Nee, ich habe das Gefühl, jedes 10er ist schlecht. Alter, ich habe mich bisher über keins gefreut. Oh Mann. So, nächste Chance. Nächste Chance. Und. Kein Kommentar, Mann. Kein Kommentar. Nur der Staub, oh mein Gott. 9600 Staub. Wieder Magnetilo, nicht shiny. Sneebel. Ein 10er. Jetzt hat aber. Trassler? Okay. Leider gerade drauf gedrückt, aber den Staub seht ihr noch. 3,6. Naja. Die letzte Runde, das letzte Sternstück wurde gerade gezündet. Ich bin wieder hier am Ende angekommen. Drehen wir noch ein paar chillige Runden hier. Und dann entwickeln, ein Shiny und dann ab nach Hause. So. Ein 10er. Die uns bisher eigentlich alle enttäuscht haben. Trattini leider eigentlich auch enttäuschend. Hatte letztens ein Shiny Trattini, aber sehr schlecht IV. Und. Oh, okay. Neue Sachen sind immer gut. Okay, zum Abschluss, fast zum Ende, noch ein Shiny. Diesmal nicht geklickert. Ja, wobei, ich habe nicht mehr so viele goldene Bären. Letzte Zeit zu viel Argen gemacht. Der kriegt eine normale. Wird schon reichen. Wäre auch mein höchster. Schauen wir mal, ob das ein guter Abschluss ist. Ja, der höchste heute. Man kann nicht klagen. Bevor wir weggehen, noch ein Ei. Oder sogar ein paar. Tangela. Der von vorhin war richtig schlecht. Der ist nur 5 WP besser. Schlecht, schlecht, schlecht. Und Sneebel. Janma. Demnächst hoffentlich Jan Mega am Start. Aber 100er habe ich bereits. Noch haben wir ein paar am Start. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Nummer 2 und Hinsie. Lilliep. 100er kann ich noch gebrauchen. Ich glaube, zum Abschluss noch ein 10er. Wobei, wir können eigentlich danach auch noch brüten. Wir müssen es nur vor 14 Uhr in die Inkubatoren bekommen. Hummels kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, Alter. Oh Mann. 9600 Staub, das kann ich gebrauchen. Ein 2er auch am Start. Okay. Ein paar Shinies kann man daraus ziehen. Oder von dem 100er. Das ist das letzte Ei, bevor das Event dann zu Ende geht. Und dann brüten wir einfach noch den Rest aus, den ich drin habe, die dann noch reduziert sind. Immer 9600 Staub und 64 Bonbons. So, noch die letzten Eier zum Abschluss. Ich gehe jetzt zu einem Raid. Ich hoffe mal, da sind ein paar Leute. Spontan. Oh, wie macht man das schon wieder? Mediti. Den Shiny 100er hätte ich schon genommen. Und Lampi. Schon wieder. Den haben wir schon aufgekommen heute. Okay, eigentlich wollte ich jetzt einen Kanimani entwickeln und meine Shinies abchecken, aber wir haben auch einen 10er am Start. Digga, was gibt's eigentlich aus dem 10er, das mir gefällt? Muss ich nochmal genau abchecken. Aber 9318 Staub? Noch ein 10er. Komm, ein Highlight aus dem 10er muss doch kommen, Mann. Knacken wir ein 100, das wäre ein Highlight. Oh mein Gott. So schlecht. So Leute, wir geben ein Shiny. Dann seht ihr meine Shiny. Ich habe gemacht 10 Shinies, oha. 2 davon nur gefangen, der Rest geklickert mit dem Pokéball Plus. Der 771er. Mein bester und mein höchster. So. Impergator. Shiny. Mit Siede-Attacke. Schreibt in den Kommentaren, wie viele ihr bekommen habt, wie viele Shinies. Und wie viele Impergato ihr gemacht habt.
Wir haben übrigens auch 800.000 Staub. Wir haben angefangen mit 400 irgendwas. Also wir haben über 300.000 Staub gemacht. Fast 400.000. Was nicht schlecht ist, aber da geht auf jeden Fall mehr. So, Leute. Alter, bin ich K.O. Das war's von dieser Folge. Ich habe gerade das ganze Material gesehen. Alter, das sind 38 Minuten. Muss mal schauen, wie viel davon ich kürzen kann. Weil es waren einfach so viele Eier, die ich gebrütet habe. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wie war der Kanimani Sea Day. Ich habe um die 400.000 Staub gemacht, 93 circa. Was nicht schlecht ist, da geht immer mehr, aber ich bin zufrieden. Wir haben 10 Shinies gefangen, was auch viel ist, aber leider von denen kein einziger dabei, der gut ist. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.